Und herzlich willkommen zu einem etwas ganz neuen Let's Play, und zwar zu Half Dead. Und mit dabei ist der vierte Let's Play, der Daniel. Ich begrüße dich. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Servus. Natürlich ist auch dabei euer Victim of Games, wie immer. Kann sich nie ändern, wird immer so bleiben. Ja, wir spielen Half Dead, und Half Dead beinhaltet eigentlich mehr die Art von dem Film Cube. Und zwar sind es Räume, in denen Fallen sind oder keine Fallen sind, und wir müssen zum Ziel gelangen. Man kann es alleine spielen, man kann es im Multiplayer spielen. Also, schaut einfach zu, wir starten das Game. So. Ich will nicht schon wieder sterben. So, jetzt wäre eigentlich relativ mal angesagt, Zalando wäre echt gut, jetzt hier vom Vorteil. Weil da hätten wir ganz viele Schuhe. Ich mach die erste Tür auf. Uff. Ja, ich gehe mal in die andere Richtung. Schuh reinwerfen und dann warten, bis sie zu ist. Die beste Taktik. Also das passiert gerade. Wenn die... Oh, bei mir war ein Flammenwerfer. Und ich höre irgendwas. Ja, das ist der Flammenwerfer. Ah, das war bei dir. Okay, also mein Raum ist clear. Ich gehe mal ein bisschen schnell mal rüber. Schuhe werfen war mit G, gell? Ah, Flammenwerfer. Genau. Okay. Ihr hört doch mal auf zu brutzeln jetzt hier. Okay. Aber es könnte ja, glaube ich... Ey, können da zwei Fallen drin sein? War das ja gestern so, wo wir es mal getestet hatten? Ja, da waren, könnten auch zwei Fallen drin sein. Ja, das bist du. Alter, erschreck mich doch nicht so. Okay. Oh, hinter dir sind Granaten. Oh, was ist denn hier jetzt los? Komm raus. Was? Gott, erschreck mich halt. Alter Schwede. Willst du mich ein bisschen verarschen? Das geht ja wohl mal gar nicht. Jetzt hat hier Ruhe. Ist das hier Schicht im Schach? Oh, erschreck mich nicht. Immer wenn das hier... Ich hau meinen Schuh rein. Ich das aussehen, wenn man den Schuh hat. Nee, da ist... Ja, bei mir ist clear. Okay, warte, ich geh noch mal rein, weil bei mir ist noch nicht so clear irgendwie. Ja, dann muss die Tür zu sein und dann kommt nochmal. Nee, was. Nee. Nee, nee? Okay. Hat der Schuh vielleicht die Falle nicht ausgelöst? Wieso zeigt es bei mir keinen Haken an? Ja, dann ist da wahrscheinlich nur was drin. Ich habe irgendwas gehört. Ja, das war bei dir. Oh, hier kommt irgendwas. Was ist denn das? Alter, was ist das gewesen? Alter, wusste ich doch, dass da was drin ist. Was war denn drin? Da kam irgendeine, keine Ahnung, so blaues Klumpe runter, und das ist... Also gut, der Raum ist jetzt auch clear, also die Falle ist ausgelöst, ich muss mal hoffen. Du musst auf die Geräusche achten. Ich guck mal, wie der vierte Mann stirbt. Ach nee. Oh Gott, erschreck mich halt nicht. Hier ist irgendwas drin. Du bist ein Psychopath. Und ein Flammen. Ich sag doch. Oh nein, 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 mach die Tür auf. Okay, nee, es ist alles... Also wenn du dieses Klon hörst, dann ist definitiv eine Falle drin. Ja, aber die ist jetzt... Warte mal, wollen wir nicht mal hinten die Ecke nehmen? Oh ja, nehmen wir... Oh, Skelett, Skelett. Mach die Tür auf. Komm, das zu mir. Ich bin tot. Warum das? Weil es nicht meinen Schuh akzeptiert hat. Weil es mich reingeschmissen hat, warum auch immer. Ich bin reingeflutscht. Ich nein, bin tot. Ist nicht dein Ernst jetzt. Du kannst dich doch noch bewegen. Ja, ich... Noch. Jetzt nicht mehr. Oh nein, du bist nicht tot. Warum muss ich wieder alles alleine machen hier? Da ist noch so ein Typ. Oh, der rappt. Ah, das ist... Hier ist eine Bombe drin. Fuck, fuck, jetzt sterbe ich. Oh, Eis, ein Glück. Oh, eine Mittelbombe. Ey, hier, guck mal, der rappt. Hm. Yeah. Na 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 na. Okay, ich probiere den Raum. Lass uns die Ecke nehmen. Die Ecke ist bestimmt gut. Oh! Ja, so eine Falle war es, wo ich drin war. War auch eine tödliche Falle. Oh Mann. Also merkt euch, liebe Leute, nicht auf den Honey hören. Nein, weil... Du, wenn du das mit den Schuhen nicht gebacken kriegst, kann ich noch nichts dafür. Ich
hab dir einfach blind vertraut. Ja, das hat ja nichts zu sagen, dass du mir blind vertrauen musst, sag mal. Okay, mal schauen, wie er sich legt. Da fliegt der Schuh. Der größte Feind ist immer noch dein Freund. Du hast ja auch bloß nur ein... Achso, stimmt, den hast du gerade beim Laserraum verloren. Scheiß drauf, ich probier's. Oh! Bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Das war's mit den Schuhen. Jetzt kommt's nur auf Glück an. Jetzt der Barfuß sind ja... Jetzt ist... Es... Minesweeper, Alter, ist das laut. Reinrennen? Also da müsste nichts drin sein, wenn der drin rumrammelt. Was sagt das? Was ist los? Oh. Zieh dich an, du musst raus hier. Nein. Verfickte Scheiße, Alter. Oh mein Gott, okay. Liebe Leute, ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen, für diese Runde und wir sehen uns bestimmt in der nächsten Runde wieder. Ciao. Servus.